Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Aua. Das war knapp. Ich muss hier weg. Ah, jetzt spielen wir Ciri. Okay, cool. Das ist ja auch mal was. Das aschblonde Mädchen. Mit ihren smaragdgrünen Augen. Die man jetzt natürlich hier nicht so gut sieht. Aber egal. Sie braucht Hilfe. Dann helfen wir ihr mal. Zurück, ihr Bestien! Ja. Aua! Oh. Oh, das ist aber nicht nett. Huh? Oh, gute Ausweichtechnik. Huh. Ah. Ja. Zurück! Ja. Jawohl. So muss das sein. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Nein, ich verirre mich nie. Ach, was will. Es ist ein Kind. Es baut mehr Vertrauen auf, wenn man auch sagt, dass man sich verirrt hat. Ja, aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das ist gar nichts. Die Narbe. Krass. Wie sie sogar die Narbe hat. Von dem Kopf, von dem Uhu. Krass, okay. Wo wohnst du? Was machst du denn hier? Wo wohnst du? Erzähl mir doch, wo du wohnst. In Lindenthal. Da wird man deine Wunden versorgen. Gute Idee, ich bring dich zurück. Keine schlechte Idee. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Keine Angst, ich beschütze dich. Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helfe dir hoch. Okay, der Wolfskönig. Wird es wohl Zeit, die Wölfe umzulegen. Schnell, versteck dich. Oh oh. Au! Verdammt nochmal! Ah. Verdammte Tönen! Sterbt! Ah, daneben! Na komm schon! Wo ist denn der Wolfskönig? Kleines Hündchen! Sieht's aus. Spüre die Klinge! Ah. Und das war's. Hört! Alle tot. Wir nehmen mal alles mit. Ja, die nimmt ja gleich alles mit, rohes Fleisch. Man muss nicht mal sagen, was man mitnehmen will. Ah. Da ist sie ja.
Komm, wir gehen weiter. Bist du soweit? Moment. Hier sind noch ein paar Wölfe. Einer, um genau zu sein. Komm, Schwalbe! Zerleg ihn! Das war's. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater! Meiner könnte noch viel mehr. Komm! Sie hat sich also für das Hexerleben entschieden. Schau mal! Da ist etwas! Ein Boot? Hier? Bleib hier! Geh nicht weiter! Aber... Nichts aber! Bleib hier! Ich muss mir was ansehen. Erstmal die Augen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Was ist mit dem Kopf? Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Die Brust. Oh, Brust zerschmettert? Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Sein Bein, wenn man das noch Bein nennen kann? Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar! Bleib da und sieh weg! Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Was ist mit dem Bauch? Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Fassen wir mal zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbarn? Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. So. Oder dein Lehrmeister. Also müssen wir jetzt in der Nähe mal ein bisschen nach Kraut suchen, ob wir dann das Öl zusammen kriegen. Ah, da ist ja schon perfekt. Und hier? Wir finden die ganzen Zutaten sogar hier schon. Finde ich gut. Hoffentlich ist der Werwolf jetzt nicht hier. Irgendwo. Hörst du? Wölfe! Noch mehr. Versteck dich, rasch! Na, kommt ruhig her, Wölfchen! Aua! Ja. Versteck dich! Mann, ist die schnell! Zack! Au. Aua! Aua! Verdammt nochmal! Dreckstöhlen! Ich leg mich auch mit 20 Wölfen an, wenn's sein muss! Zack! Das war's. So. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Schnell alles mitnehmen. Die hat Schwaber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Er wird bald ein totes Wölfchen sein. Cool.
Tot. Aber ein Schwein hier? Muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Hm. Gut kombiniert. Muss hier mal die ganzen Sachen suchen. Mir fehlt noch Wolfsbann. Und Petersilie. Wo finde ich das aber? Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Hm. So. Wir haben so, die Zutaten. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Gut. Schwalbe ist voll mit Wolfsöl. Jetzt zum Wolfskönig. Der Werwolf wird mich kennenlernen. Noch die paar toten Wölfe, die ich hier liegen lassen habe. Okay. Komm schon, Mädchen. Irgendwo hier muss er sein. Boah! Okay. Schon gedacht. Komm! Wo bist du denn? So, wenn sie mich verliert aus den Augen, dann läuft sie nicht mehr weiter. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Okay. Durch die Höhle. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Oh yeah, jetzt kämpfen wir gegen den Werwolf. Wie schmeckt dir das? Ich lass Schwalbe durch dich durchgleiten. Zack, zack und zack. Das ging ja einfach. Mann, dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Wir müssen zum Dorf. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Velen, nördlichstes Temerien. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend.
Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Warum so nett? Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Rede! Sag's mir, es ist wichtig. Ich weiß, was du willst. Gerka, wo ist sie jetzt? Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Im Prinzip können wir gleich losknurren und sagen, ich weiß, was du willst. Der Blutbaron scheint gar nicht so böse zu sein. Warum Blutbaron? So ein böser Name und dann so ein lieber Mensch. Obwohl, wer weiß. Naja, dem kleinen Mädchen hat er ja wenigstens hier so einen Unterschlupf geboten. Aber was hat er mit Ciri gemacht? Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Und wenn ich ablehne, warum sollte ich dir trauen? Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Naja gut, abgemacht. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Ah, sehr gut. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Was? Hast du gesucht? Wie sehen sie aus? Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Habt ihr Feinde? Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens Taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's in letzter Zeit was Ungewöhnliches? Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer.
Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Haben deine Männer sie jemals belästigt? Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Du Fettsack! Das glaube ich ja wohl kaum, obwohl Blutbaron ist ja schon ein bedrohlicher Name. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut, aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ja, dann los. Lass mal gucken. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor, so eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Aber sicher, Baron. Jetzt gehen wir erstmal in Tamaras Zimmer.